Ihnen im SZ-Magazin 1996 und danach wird es dann gleich weiter mit der Lesung gehen. Pamela, du kommst gerade vom Training. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch. Beim Laufen am Strand spüre ich meinen ganzen Körper. Und wenn ich meinen Körper spüre, dann liebe ich das Leben. Ich sehe die Vögel am Himmel, die Delfine im Meer, die kleinen Krabben im Sand. Und ich fühle mich eins mit der Erde. Und wenn ich das Leben und meinen Körper so richtig liebe, dann sagt Jack, mein Personal Trainer, Pamela, du bist die schönste Frau der Welt. Andy Warhol behauptete mal, Schönheit sei eine andere Form von Intelligenz. Glaubst du daran? Oh, schwierige Frage. Lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, ja. Obwohl man mich ja nicht als besonders klug einschätzt. Aber damit habe ich mich abgefunden. Tommy kann dir das bestätigen. Ich habe was auf dem Kasten. Stört es dich eigentlich, dass auf Tommys Hintern der Vorname seiner Ex-Frau Heather Locklear eintätowiert ist? Gut, dass du mich das fragst. Sie ist mir nämlich völlig egal. Aber das glaubt mir ja niemand. Die Zeitungen berichten, ich hätte Tommy gezwungen, die Tätowierung wegzumachen. Stimmt nicht. Ich finde, jeder Mann geht durch unzählige Perioden, in denen er völlig unterschiedliche Sexsymbole bewundert. Und er sollte sich dafür nicht schämen. Heather ist eine zauberhafte Frau. Ich finde nur, dass sie sich falsch ernährt. Das ist die wahre Tragödie dieser Person. Pamela, eigentlich verkörperst du ja den materialisierten Zeitgeist annähernd perfekt. Die Wirklichkeit verliert sich in der Simulation und der Körperkult ist die konsequenteste Reaktion darauf. Hast du darin den Sinn des Lebens gefunden? Ich kapiere zwar nicht genau, wovon du sprichst, aber eines weiß ich. Ich muss nicht unbedingt nach einem Sinn im Leben suchen, um glücklich zu sein. Sexsymbole zu hassen ist schick geworden, weil ja fast alle Mädchen neidisch sind und weil mich außer Tommy kein Mann bekommen kann. Wie viele Männer haben dich denn schon bekommen? Ich hatte in meinem ganzen Leben 18 intime Beziehungen. Mehr sage ich dazu nicht. In den letzten Jahren hat sich dein Körper zum Designerkörper verwandelt. Du bist eine Ikone des Körperkults. Nebenbei machst du Werbung für die Kosmetikindustrie und für Sportstudios. Fühlst du dich manchmal als künstlicher Mensch? Überhaupt nicht. Sonst könnte ich ja nicht schwanger sein. Aber mich fasziniert Perfektion. Und irgendwie ist ja alles Perfekte künstlich. Auch die Natur. Findest du nicht auch? Vielleicht in Los Angeles. Mich interessiert aber mehr, wo für dich dein Körper überhaupt anfängt. Bei der Seele, beim Gesicht, bei Haut und Haaren, bei den einzelnen Organen, bei der Zelle oder doch bei der DNS? Momentan beschäftige ich mich sehr intensiv mit meinen Hüften, weil sie mein ganzes Erscheinungsbild am stärksten beeinflussen. Glaube ich jedenfalls. Als Frau, die langsam auf die 30 zugeht, muss ich besonders hart daran arbeiten. Ganz privat vertraue ich jedoch den Geheimnissen des Blutes. Wie viele Japaner glaube ich nicht an Sternzeichen, sondern an Blutgruppen. In Blutgruppe B könnte ich mich zum Beispiel heute nicht mehr verlieben. Ich bin Null, explosiv. Tommy ist A, sehr sinnlich. Er kennt sämtliche Pflanzen dieser Erde. Ich dachte, du hast dir die Hüften bereits verengen lassen. Das stimmt nicht. Ich habe hart trainiert. Das ist alles. Waren deine Lippen schon immer so schön voll? Ja, klar. Du gibst öffentlich zu, dass du dich schönheitschirurgisch behandeln lässt, willst uns aber nicht sagen, wo genau die Ärzte Hand angelegt haben, richtig? Genau, weil es mein Berufsgeheimnis ist. Sonst würden ja viele Mädchen so aussehen wie ich. Anne Nicole Smith hat es versucht. Zu dieser Person möchte ich mal was klarstellen. Sie wiegt 90 Kilogramm, sie ist fett, dumm und sie lügt. Und das Allerschlimmste, sie hat keine Disziplin. Du betonst immer wieder deine Disziplin. Wie läuft denn dein Alltag rund um die Körperpflege so ab? Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und wasche mich mit Bürste und Kernseife. Dann holt mich mein Personal Trainer ab und wir gehen ins Studio oder an den Strand. Danach frühstücke ich mit meiner Kosmetikerin. Momentan widme ich mich einer ganz persönlich ausgerichteten Schönheitspflege. Pamela, ein Reporter der Star soll dich mal beim Interview gefragt haben, ob er dir an die Brüste fassen dürfe. Offenbar glaubt er, du würdest das Spielchen mitmachen. Absolutes Totalschwein. Solche Männer halte ich für potenzielle Vergewaltiger. Du hast also überhaupt kein Verständnis, wenn dein Aussehen bestimmte Männer blind macht und zu ziemlich verrückten Handlungen provoziert. Ich verabscheue solche Männer.
Ich kneif doch auch nicht einem Typen in den Arsch, wenn er im engen Tanga über den Santa Monica Beach stolziert. Fürchtest du die Konkurrenz des digitalen Technokörpers? Verstehe ich nicht. Du kannst dir also nicht vorstellen, deinen Mann eines Tages beim Cybersex zu erwischen. Die eine Hand auf der Tastatur, die andere zwischen den Beinen. Soll es ein Witz sein? Das finde ich nun überhaupt nicht komisch. Schönheit, Erotik, Sex, das lässt sich nicht von einem Computer nachmachen. Niemals. Es gibt hier in Los Angeles aber Leute, die darüber ganz anders denken. Meinst du etwa, ein Lastwagenfahrer würde sich ein Postergirl aus dem Cyberspace in die Kabine hängen? Niemals. Aber du musst doch zugeben, dass die Grenze zwischen Körper und Technologie ziemlich durchlässig geworden ist. Verstehe ich nicht. Und was macht dir richtig Spaß? Zum Beispiel, wenn die Kollegen von Motley Crue zu Besuch kommen. Dann kickboxen sie, tragen meine Bikinis und meine High Heels. Ich schwinge auf dem Trapez durch die Lüfte mit einem riesigen Hut auf dem Kopf und den Super High Heels. Und das ist dann auch alles, was ich trage. Das nenne ich Spaß. Hat denn die Wirklichkeit überhaupt noch einen Platz in deinem Leben? Danke an Julia Pamela. Okay, wir kommen jetzt zur Lesung aus dem Buch.